Wir haben schon ein 25 Mio SPB gemacht. Ein 30 Mio SPB. Und weil die Videos immer so gut ankamen, haben wir uns heute gedacht, wir bringen ein 50 Millionen Coins SPB. Und ich spoil euch so viel, der Verlierer musste mal wieder dick discarden. Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir etwas richtig, richtig Brutales am Start. Und zwar, wie eben schon angekündigt, ein 50 Millionen Coins SPB. Das ist somit das Krasseste, was man jetzt momentan machen kann. Viel mehr geht eigentlich gar nicht. Die Preise sind voll am Boden. Und wer könnte da anderes am Start sein als Cenk? Was geht? Jo, Coins verbrennen heißt Cenk rufen. ja, lass uns zusammen 50 Mio SPB. Ich glaube, das Teuerste, was man halt zurzeit machen kann. Ich glaube, so 60 ist vielleicht nochmal so das, was man grenzwertig schaffen kann. Aber 50 ist schon sehr doll, sehr hart. Was für Spieler gleich hier stehen werden, werdet ihr sehen. Deswegen lasst auf jeden Fall jetzt direkt einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, 500 Likes muss man halt einfach mal rauskloppen hier. Genau, wäre sehr, sehr korrekt, Jungs. Gerne auch ein Abo da lassen. Und schaut auch gerne bei Cenk vorbei. Da haben wir das Rematch aufgenommen. Und ja, du hast es eben auch schon gesagt. Ja, Starspieler, beziehungsweise generell Spieler. Wir haben uns beide Cristiano Ronaldo 99 als Starspieler rausgesucht. Richtig brutale Karte. 10 Millionen Coins alleine schon wert. Damit haben wir schon mal einiges gedeckt von den 50 Millionen SPB. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst es auf jeden Fall jetzt. Lasst mal jetzt hier ein Abo da auf Pavios Kanal. Ich würde sagen, wir können reinstarten. Also. Jo, können wir machen. Willst du reinhalten oder was? Ja, ja, ich halt rein, ich halt rein. Okay, ich hab perfekt. Hier den Stürmer und RM, ne? Jo, genau. Also, im Sturm bin ich mit der nächsten 99er-Karte gegangen. Und zwar Karim Benzema. Sehr, sehr geil. Und im RF, boah, eine sehr, 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 sehr unauffällige Karte, aber noch relativ teuer. 97er Di Maria. Okay. Crazy, wie viel kostet dieser Di Maria circa? Kann ich mal gucken. Ich glaube 400k noch oder so. Ja, noch 300-400k kostet der noch. Hab okay, mich auch krass. Weil zu 99er Karte im Sturm gesagt, das habe ich mich schon gefeiert wie ein König, ne? Ich habe Henri aufgeschrieben. Ich dachte, du hast diese 99er Coverstar-Icon. Also weiß ich ja, dass du die hast. Ich dachte, du hast die jetzt oder mitgenommen. Die habe ich gegen dich gekartet. Ah, stimmt. Da war ja was. Junge, wie lost wieder. Ach, egal. Und rechts habe ich Messi aufgeschrieben. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay, dann halte ich auch mal rein. So, ja, ich habe hier mein Team offen und ich bin mit beiden Goats gegangen. Ich habe nämlich Messi mitgenommen, zweite 99er-Karte. Und da habe ich mir noch zwei 98er-Karten eingepackt. Und zwar einmal Guru und links Vinicius Junior. Ich war wirklich mit Paris auf der richtigen Fährte. Ich habe Neymar aufgeschrieben, passend dazu an Pelé. Und ja, wer darf bei Paris natürlich nicht fehlen? Lionel Messi. Da Junge, der spielt bei Miami, nicht bei Paris. Der spielt bei Miami, nicht bei Paris. Ah, stimmt, der ist ja gewechselt. Oh, nein, ja. Das zählt jetzt nicht. Nicht klippen. Das zählt jetzt nicht. Das zählt nicht. Ich darf Messi behalten. Junge, das war Blamage jetzt. Hallo, ich habe mich genug probiert. Ja, ich darf ihn behalten jetzt, oder? Nein, du musst raus. Warum? Weil ich dir rausgesnipt habe. Du hast Paris gesagt, du stehst bei Miami. Ja, ich habe mich vertan. Kann mal passieren. Lass ich den jetzt mal. Ich behalte den jetzt, okay? Nein. Warum? Das wird schummeln, das. Nein, du schummelst, du sagst Paris. Der ist bei Miami. Du hast nicht mal gecheckt, dass er bei Miami ist. Doch, ich hab das gecheckt. Ich hab mich kurz vertan. Ich kann mich auch mal vertun. Ohne das ist Sinn, so am Schummeln der Typ. Ohne Sinn. Muss jetzt hier noch Bronze-Torwart spielen, weil er am Schummeln ist. Ohne ja, Sinn, Schummeln, wow. Egal, ich stelle dick ein, der schiebt dir dann seinen Schummeln ab. Ems, ich habe für dich drei Spieler aufgeschrieben und ich sag dir ehrlich, ich habe für dich drei ZOMs aufgeschrieben. Einer davon kann zwar auch ZM, aber die anderen drei können, glaube ich, nur ZOM. Deswegen mal gucken. Ich glaube, dann hast du mich auseinandergenommen. Ich bin mit zwei Karten gegangen, ich glaube, die sind gar nicht von Natur aus ZOM. Aber ja, im ZOM gehe ich mit Ronaldinho. Bringt gut Coins rein natürlich. Nebendran steht Zinedine Zidane und links daneben Thiago Alcantara. Okay, gebe ich dir. ich bin mit Neymar gegangen im ZOM und Abedi Pelé. Also ich dachte, du nimmst einen davon mit. War ja auch gar nicht so falsch mit der Brasilien-Fährte. Und dann habe ich noch, also das nicht alle behalten, Zidane. Ah, es war so klar, dieser Zidane wird immer gesniped, weil er so obvious ist. Crazy, man. Right. Okay, komm, ich halte auch rein, das ist Quatsch. Okay, ja, viel Glück beim Reinhalten. Ein, obwohl einen darfst, davon kannst du echt haben. Ist sehr obvious, ist eine Putties-Karte Touré. Sehr, sehr obvious. Und der andere heißt Leon Goretzka, 98er Level Up. War auf einer ganz falschen Fährte. Ich bin auch mit Zidane gegangen. Und ja, passend zu Vinicius Bellingham, die neue Karte. Ich dachte, den hast du vielleicht am Start.
Boah, der wäre krass gewesen. Stimmt. Aber nö, habe ich nicht. Außenverteidiger sind am Start. Hier sind meine Tipps. Und du kannst reinstellen. Ja, den einen hast du safe. Leon Goretzka, link halt. Davis, 95er Level Up. Und rechts habe ich dann eine 96er Karte Klaus. Junge, ich merke, du willst gar nicht diesen Real Madrid Link nehmen, ne? Ich bin full auf La Liga wieder gegangen. Carvajal und Capdevila. Echt jetzt? Sinn. Ja, ich dachte, du willst irgendwas mit Spanien jetzt machen, mit der spanischen Liga. Nö, noch nicht. Nö. Aber dachtest du da nicht vielleicht auch, dass Bellingham noch bei Dortmund ist? Weil Messi ist ja auch noch bei PSG, Bro. Oh, ich habe mich einmal vertan. Das kann mal passieren. Ja. Okay, ja. Ich halte meine Tipps rein. Du hältst rein? Jo. Ja, gut. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe die beiden Karten, die ich aufgeschrieben habe, Capdevila und Carvajal. Und ich habe aufgeschrieben zwei Cs. Nee. Capdevila und Klaus. Aber damit kann ich leben. Es ist trotzdem nervig, aber damit kann ich leben. Lass immer so Erwartungen runterschrauben. Zum Beispiel, du sagst deinen Eltern schon vorher so, wenn du weißt, du schreibst eine 6 oder so. Dann, oder sagen wir, du hast eine 5 geschrieben und du sagst ihnen vorher schon, ich glaube, ich habe eine 6. Dann denken die, okay, du hast eine 6, aber dann hast du eine 5. Und dann sagen die, ja, okay, wenigstens etwas, weißt du? Ja. Ich habe jetzt sozusagen zwei Cs. Da dachtest du, okay, ich habe Capdevila und Carvajal. Aber ich habe dann nur Capdevila. Dann bist du, okay, wenigstens nur einer. Aber eigentlich ist es trotzdem scheiße. Ja, das stimmt. Das machst du clever. Lernen mit Jank nennt man das hier. So, Finale, El Grande del Final, wie wir immer so schön sagen. Und ich will zuerst meine Spieler einfügen, bitte. Okay, gut, dann halte ich rein. Ja, bitte. Ich glaube, du hast keinen, ehrlich zu sein. Bin ein bisschen unauffällig gegangen. Matthäus 99. Ich glaube, den schreibt man eher im Mittelfeld auf. Ich hoffe es zumindest. Dann Varane 97. Hätte ich auch Konaté nehmen können. Ich hoffe, du hast Konaté genommen. Und im Tor Van der Sar. Nein. Ich habe voll auf Liverpool gepokert. Mit Gomez, Konaté und Alisson. Ohne Sinn. Richtig, volles Team. Na, nicht volles Team. Rechter Flügel, Messi ist raus. Aber sonst volles Team. Cool. Okay, gut. Du hältst rein, ne? Jo. Ja, ich bin mit etwas gegangen, was ich, glaube, gegen Jesse jetzt letztens gemacht hatte. Aber ich fand es so cool. Da habe ich gedacht, ich mache das einfach nochmal. Zumal auch die Karten relativ teuer waren damals. Beide haben 600k gekostet. Und zwar die beiden SBCs. Flashback-SBCs von Ramos und Kimpembe. Und passen dazu im Tor bisschen auffällig, oder was heißt auffällig, aber den nimmt man oft, 99er Donnarumma. Ja, darfst du alle behalten. Matthäus aber auch ein Stegen. Sehr schön. Wie viel Bronze hast du? 2. Ah, okay, 2-1. Ich habe mal Bronze Sniping-Duell gewonnen. Okay, gut, Freunde. Dann sehen wir uns gleich im Spiel. Das sind nochmal die Teams, Freunde. Ja, das könnte schwierig werden, Mann. Dein Team sieht echt gut aus, muss ich sagen. Jo, deins auch. Der ist so gut, dieser Benzema. Der ist so fett und schnell. Ja, aber dieses Fette ist nicht immer so geil, oder ist es doch geil? Mal. Benzema, wichtig! Wichtig, ja, fall hin, ist okay, komm. Ja, guck mal, wie Varane da verteidigt, wie eine falsche Innenmäher, ohne Witz. Jetzt nochmal kontern, bevor die Halbzeit anfängt. Nein, jetzt nochmal ein Tor. Psychologisch wichtig. Psychologisch wichtig, Bro. 1-1 vor der Halbzeit. Nein, das gibt's nicht, Donnarumma. Durch die Beine, den Außenelastiko. Super. Benzema mit dem Run, da ist alles offen. Ja. Guck mal, Davis! Wenn du den jetzt nicht machst, Benzema, dann... Ah, mein Gott! Ja! Junge, ey, bitte. Was passiert hier heute? Ich will jetzt einmal den VAR. Kurze Wiederholung, wie Davis mit 99 Pace gelaufen ist wie eine Gurke, Digga. Da ist alles offen. Guck mal, Davis! Wenn du den jetzt... Der ist langsamer als dick gewesen. Ja, okay, perfekt, alles gut. Ich wollte schon nicht mehr den Ball haben. Komm schon, und jetzt die Maria. Da ist alles offen, die Maria, verkack's nicht, bitte! Bitte, die Maria. Nein. Wieder Davis! Ronaldinho! Ja. Digga, schon wieder Davis. Schon wieder Davis. Ja, ich stehe da mit Davis extra auf der Linie, weil ich weiß, er hält ihn dann eigentlich. Aber Davis juckt nicht. Guck mal, wie Davis da steht. Ohne Sinn. Komm, Dick. Dick, deine letzte Chance. Mach dich unsterblich, Junge! Was war das denn? Aber vielleicht kriege ich auch noch mal eine Chance. Über Cristiano. Ach,
Der scheiß Dick, der hat mir alles versaut. Nein, Cristiano, lauf, lauf, steh auf, Cristiano, steh auf und lauf! Nein, den grätsch ich so weg, Junge, ne? Nein! Ein Disc hat drei. Boah, egal, Hauptsache, Hauptsache habe ich nicht verloren. Das ist für mich das Wichtigste. Ich dachte, ich verliere ihr Haus hoch heute. Ja, GG. Ah, Digga, ich habe volles Team außer Messi. Ich habe Ronaldo drin, du hast zwar nur einen Discard, aber also ohne Witz, Hilfe. Ein Discard kann auch echt gut schief gehen immer. Das ist so eine Sache. Ich habe letztens bei Jesse auch einen Discard gehabt und da ist das, was ich gemacht habe, komplett in die Hose gegangen, also komplett. Und zwar, er hatte damals nur, was heißt damals, das war letztes SBB so, er hatte einen einzigen Bronzespieler im Team und hat den ins Tor gestellt. Und da hat's nicht geklappt, aber vielleicht bist du ein bisschen anders als Jesse. Deswegen nehme ich bei einem Pick auch jetzt den Torwart. Ist für einen Pick schon irgendwie ein Bruch. Es gab auf jeden Fall viele günstigere. Ist Yaya Touré 97 geworden, Footies. Der ist saftig, 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 knaftig. Es steht auch in meinem Main-Team, also einer meiner Lieblingsspieler. Ich sag ehrlich, die einzigen, die schlimmer gewesen wären, wären Matthäus, CR7 und Vinny. Es gab auch viele günstigere wie Pandasa, Govu, Davis oder so. Deswegen ist es schon hart, aber ich glaube, ich kann damit leben. Wenigstens kein CR7 oder so, ist aber trotzdem schon irgendwo Bruch. So, Touré ist in der SBC drin. War mir eine Freude, Bro. Ja. Rest in Peace an dich. Er ist genau jetzt weg. Okay, ja, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ne? Ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier das ganze Ding heute nicht verloren habe. Das hätte nämlich ordentlich in die Hose gehen können. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ne, sehr, sehr gerne ein Like da lassen. Du hast gesagt, am Anfang 500 Likes. Ja, sehr, sehr krasses Ziel. Können wir aber vor 500 Likes komme ich. Reinpusht. Vor 500 Likes komme ich hier nicht wieder auf den Kanal. Deswegen, ich möchte 500 Likes hier sehen. Das ist eine Ansage, Jungs. Also, pusht rein. Lasst gerne auch ein Abo da und schaut bei Cenk vorbei. Wie gesagt, da ist das Rematch. Und ja, dann hast du jetzt noch die letzten Worte. Ja, war auf jeden Fall witzig. Will Support sehen auf dem Video hier. 50 Mio SBB nochmal. Ich würde sagen, wir sind raus. Peace out, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close.